Wow, Einsatzauswahl. Ich drücke mal ganz kurz das Touchpad und wir gucken mal, wo wir jetzt hingehen wollen. Wir haben jetzt hier ein Nebeneinsatzziel. Zivile Geiseln finden und retten. Klingt eigentlich cool, oder? Morphium zurückholen. Ich bin eher für die Geiselrettung, oder? Du auch? Das ist der obere, ne? Zivilisten retten. Das ist der obere, exakt. Oder wollen wir erstmal nochmal zur Base gehen und dann uns doch ein bisschen mehr auf die Hauptquest konzentrieren? Ja, würde vielleicht im Moment tatsächlich Sinn machen, dass wir ein bisschen in der Story vielleicht vorankommen, hä? Für den Anfang, ja. Okay. Oder? Ja, ist in Ordnung. Alles klar. Gut, dann gehen wir erstmal noch zum Safe House und gucken mal, dass wir da nochmal. Oh, wir können auch Schnellreise zum Safe House Oh, das machen. ist ja toll. Das habe ich auch gerade gesehen. Blitzreise. Wollen wir das machen? Das machen wir. Blitzreise? Okay, Blitzreise Schwupp. bestätigen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist ja toll. Was in New York City alles möglich ist. Ja. Dauert nur ein bisschen. Hätten wir fast auch laufen können. So viel Als zum ich schon Thema da. Blitzreise. Ja, Da darüber war wohl Stau gespricht. auf dem Weg ins Safe House. Ja, eindeutig, eindeutig. Aber der Laptop überlagert oder sowas. Warte mal. Ja. Frage, wo können wir denn uns jetzt hier eine Quest holen? Da müssen wir erstmal diese Nebenmission machen. Das kann natürlich auch sein. Wie ist, guck mal, hier ist ein Ausstattungshändler. Wollen wir uns den mal ganz kurz ansprechen? Ah, okay. Kann man dann mit dem Geld, was man verdient, neue Waffen und sowas kaufen? Cool, Ah, ja, okay. genau. Wir sind aktuell noch Stufe. Wo sehe ich denn das? Welche Stufe wir sind? Eins, garantiert. Ich glaube, wir hatten beide noch keine Stufen auf, Aufstieg gehabt. Aber wo sehe ich das denn? Kann ich dir Ach, nicht da. sagen. Nee. Ich habe ein bisschen was gefunden, das kann ich mal ganz kurz anziehen. Also wie man hier auch sieht bereits, ich zeige es dir mal ganz kurz im Inventar, wir haben ja schon ein bisschen was gefunden. Das Ganze spielt sich halt auch wie ein RPG, das heißt, man findet auch Rüstungen, die sozusagen besser sind, Ausrüstungsgegenstände, die halt auch besser sind, ist dann und sozusagen dann auch Ja. durch die Rüstung eben bessere Werte und so eine Geschichten. Der Rucksack ist natürlich auch besser, bringt mir auch ein bisschen mehr Rüstung. Und dann kann man, ach ja, man kann die Gegenstände mit L2 als Schrott markieren und dann gehe ich davon aus, dass das dann quasi, ach so, du kannst es dann mit L, kannst es dann zerlegen und dann kriegst du bestimmt Rohstoffe, wenn du was craften willst. Ich probiere es mal kurz mit dem Rucksack aus. Ja, Zerlegungsergebnis, die Ein Zerlegung hat Stoff. Folgendes Ha, ergeben. Einmal cool. Stoff. Das ist ja geil. Okay, dann Das lohnt sich ist das cool. teilweise halt zu verkaufen und teilweise wahrscheinlich dann auch nicht. Dann ich zerleg's mal auch und nochmal einen Stoff. Das ist cool. Da kann man später auch echt selber Sachen craften. Das finde ich echt nice. Ja. So, dann müssen wir wahrscheinlich doch erstmal diese Nebenmission machen, denke ich mal, weil hier sieht es nicht so aus, als wenn wir hier eine neue Mission bekommen. So, ich gucke auch gerade nochmal in meine Ausrüstung, dass ich auch wirklich alles hier. Aber ja, ich habe bloß, was habe ich denn? Eine Weste und eine Maske bekommen. Okay, alles klar, dann kannst du meinetwegen direkt weitergehen. Es gibt auch ein paar Gesten, zum Beispiel Hampelmann und sowas, was die Jungs hier gerade machen. Wundervoll. Eindeutig wunderschön. Das, was ich richtig cool finde, dieser fließende Wechsel zwischen Gebiet mit anderen Spielern und dein eigenes Gebiet. Das Weißt du, stimmt ja. das merkt man eigentlich im Prinzip gar nicht. Also man hat keine Ladescreen und gar nichts, man läuft einfach rein, hat drinnen die eigenen Spieler, aber hier draußen hat man seine eigene Welt, wo man auf diese Spieler nicht treffen kann, außer man geht halt in diese Dark Zone. Ja, genau. Das wissen vielleicht auch Das finde tatsächlich noch ich. nicht alle genau. Wenn wir hier nämlich draußen unterwegs sind, definitiv ist dann nur unser Feuerteam unterwegs und kein anderer menschlicher Exakt. Spieler. Auf Exakt, menschliche ja. Spieler trifft man eben nur in den Safe Houses oder eben dann später im PvP-Bereich, der Dark In der Dark Zone. Zone. Exakt. Ha, sehr gut. Was ich auch ein bisschen schade finde, auf jeden Fall, also was cool wird, also ich habe mal einen Trailer gesehen schon, der echt gut aussah, wo es halt so war, da war halt so ein Team von zwei Leuten und die sind dann so drei Leuten begegnet in der Dark Zone. Und dann wurden sie halt Hier von drüben. was? Die hat Wo? Probleme. Oh. Die haben Ja, gestritten. nee, Aber ist nicht nee, ich mehr. glaube, sie vertragen sich, oder? Vertragen sie sich? Vertragen sie Ne, die sich? sind beide grün. Ich glaube, der ist nicht böse. Also Okay, die haben oder einfach einfach nur prügelt sie, wenn wir gestritten nicht oder mehr sich gegenseitig zugucken. Pockenviren zugehustet. Ja, das Übliche, was man halt so macht, ne? Ja, genau. Achso, wir gehen jetzt Okay. die Zivilisten retten, hast du gesagt, ne? Exakt, das ist hier gleich um die Ecke, glaube ich. Okay. Ich hatte es nur nicht Steht markiert. Ich jetzt. habe es jetzt Ich habe es markiert, auch nicht glaube ich. markiert. Ich dachte, ich laufe einfach so hin. Ach so. Aber ich will Das es mal geht markieren. auch. Warum habe ich es immer noch nicht markiert? Ich will wissen, wie man markiert. Warte mal. Zack. Du gehst mit dem linken Cursor über das Feld. Und dann drückst du einfach X. Ah, jetzt. Wegmarkierung Okay. Von 6. einer Geiselnahme in Genau. einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Okay. Tschüp, In der Bank. Ich hoffe, da gibt es zufällig vielleicht noch so ein paar kleinere Banknoten, die offen rumliegen. Herrenlos und. Oh, da oben müssen wir ran. und alle Nicht, Pocken dass ich die verseuchen. Na, jetzt. super Idee, Robli. Ist mir doch egal. Offensichtlich sind wir ja immun oder so. Weiß ich nicht. Das ist ein gutes Glaubst du mal? Argument. Okay, Oh, du ich hast habe die schon Tür aufgemacht. geöffnet. Musst du auch Guter noch? Mann.
Ich wusste, warum ich dich dabei habe. Jetzt man sollte immer einen Asiaten im Team haben. Genau, ein Techniker. Eigentlich soll ich auf Techniker skillen und du auf Medizin. Als ältere Dame, die wahrscheinlich irgendwie Krankenschwester war oder sowas. Also diese Klischees, die du hier bedienst. Ne? Ich hab's meine Dame hier jetzt faustdick hinter den Ohren, du. Die... Ja, die ist eher die Technikerin, stimmt schon. Auch wie sie es geschafft hat, auf Anhieb den Laptop zu bedienen und auf Anhieb da, weißt du, am Anfang klar zu kommen, wo wir ja nicht irgendwie noch 10, 15 Minuten warten mussten, um voranzukommen, weil deine Dame zu unfähig war. Ist eine Leiter? Okay. Schön. Okay, das war jetzt keine Kritik oder so. Nein, nein. So, okay, ich glaube, hier sind Gegner. Vorsicht, da laufen etliche Gegner rum. Hatte ich bereit. Die haben, glaube ich, auch Waffen. Okay, ich gehe über die rechte Flanke. Du links, ich ja? Ich gehe über die linke, Moment. Okay, warte mal, kann ich jetzt hier... Also, das auch cool ist, man kann jetzt quasi zum Beispiel... Zack, ich drücke einmal die... Oh, nein, warte. Einmal Taste gedrückt halten, dann laufe ich automatisch um diese Ecke. Platziere mich neu. Das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Das stimmt, ja. Auch wenn du über den Hindernis, also auch wenn du so ein Ding Hindernis weiter weg anvisierst, dann klettert sie tatsächlich über das Hindernis und rennt dann dahin. Das ist echt ziemlich cool. Ja, das ist praktisch. So, bist du bereit? Ich bin bereit, und zwar sowas von. Okay, dann beginnen wir in 3, 2, oh, es geht los! Ich glaube, sie haben mich gesehen. Ja, haben sie. Da hat sich wohl meine Sonnenbrille im Licht gespiegelt oder so. Okay, ich habe rechts 3 erledigt. Da ist noch einer. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Was? Vorsicht. Oh, nein! Aktiviere Schild! Ach stimmt, ich kann jetzt auch dieses Ding. Warte mal, das probiere ich jetzt auch mal. Boom! Habe ich was gemacht? Voll daneben geschossen, sehr gut. Okay. Nee, ich habe. Ach so, Blödsinn. Ich habe gedacht, ich wäre die Medizinerin. Aber nee, ich habe jetzt eine. Die Bombe habe ich. Haftgranate. Warte mal. Genau, die schießt du, musst du aber manuell, glaube ich, aktivieren. Das ist das einzige Problem. Ah, kann ich auch nicht wieder wegnehmen. Das ist doof. Hast du gehört? Ist ja richtig cool. Hast du es gehört? Nee. Gerade das Kommentar von einem, der drinne irgendwie war, so, ey, ist alles okay da draußen? Finde ich cool, dass es dann auch ja, das so, weißt du, so eine Kleinigkeit einfach. Ich höre wirklich die Audiosequenzen überhaupt nicht, null. Ich, ja, absolut echt? Null. Ja. Das ist echt komisch. Okay. Welche Edition hast du dir geholt? Das ist eine gute Frage. Benji fragt, was für Edition wir uns denn gekauft haben von dem Spiel. Lieber McGrive, welche Version hast du dir denn geholt? Die PlayStation 4. Nee, also, ja, die ganz normale PS4-Version. Okay, also wir spielen beide auf der PS4 hier das Spiel und wir haben uns beide, glaube ich, die normale Version geholt. Also ich habe mir das tatsächlich, ich kann es ja mal sagen, bei GameStop geholt. So, und da gab es irgendwie als Vorstellerbonus einen Code für ein Polizeioutfit, glaube ich. Das muss ich irgendwie bei Gelegenheit nochmal eingeben. Und eine Schrotflinte, das sah eigentlich ganz cool aus, muss ich mir irgendwie nochmal angucken. Und einen Beta-Key gab es halt, also den gab es, glaube ich, überall. Dass man halt eher dann quasi auf das Ganze zugreifen kann. Bist du auch schon bei der Tür? Ja, und ich habe das ganze Ding bei Amazon vorbestellt und ich glaube, da gab es dann dieses Gefahrgut-Ausrüstungspack, wenn ich mich nicht ganz täusche. Pack. Das Pack. Das ist auf jeden Fall so ein orangener Müllmann-Anzug. Sehr gut, das ist viel cooler als ein Polizei-Outfit. Genau. Okay, ich mach auf, ja? Mach auf. Ich bin der Techniker, ich muss die Tür aufmachen. Oh, ich glaube, das ist ein... Ach, das sind die eigenen. Ah, okay. Freunde! Wiedersehen! Also die hauen jetzt alle rein, wir haben gerade Stufe 2 erreicht. Und hast du auch gerade eine Schrotflinte bekommen? Woher hast du denn eine Schrotflinte? Also ich habe gerade eine Schrotflinte bekommen. Ich glaube einfach als... Achso, als Loot. Nee, wir kriegen ja unterschiedliches Loot. Achso, was hast du denn bekommen? Gar nichts. Okay, dann nehme ich einfach mal die Schrotflinte, um das mal zu zeigen hier. Also schöne 870 klassische Polizeischrotflinte und Nachguckvisier. Nice, das hebe ich aber erstmal noch auf, bis ich eine coole Waffe kriege. Und wir haben jetzt tatsächlich nochmal einen neuen Rucksack, der nochmal ein bisschen besser ist. Meinst du die M870 Express-Schrotflinte? Ja, exakt. Ja, die habe ich doch bekommen. Ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Okay, das ist dir dann einfach noch nicht aufgefallen. Gut, dann aber die ist, weiß nicht, kannst du die auch gerne ausrüsten? Ja, schon, weil die halt vom Schaden pro Sekunde ist die schlechter, aber du machst ja damit nicht so eine mit so einer hohen Feuerrate, sondern bist ja auf Nahkampf besser, weißt du? Ja. Ist halt immer so, jedem so das seine. Okay, jetzt machen wir diese Kiste noch auf, die hier noch ist. Genau, und dann gucken wir mal kurz rein, was wir noch an Objekten haben und mal kurz irgendwie vielleicht die Waffen modden können oder so. Ja, also ich habe wie gesagt bloß ein Visier bekommen, aber das ist halt bei einer Schrumpfte jetzt nicht so sinnvoll. Kann man sich streiten. So, ich guck mal, was ich habe. Glaub, neue Objekte, genauso. Was haben wir denn unten? Ein Magazin oder sowas? Schon. Einen vertikalen Griff. Einfach
den. So. Weißt du es gut? Ein Dann kriegst du gleich Modpack eine angelegt, indem man Waffenmodifikation. ein Objekt. Ah. Okay. Ach so, man Ist ja muss dann erstmal, voll genau, man sieht unfair. zwar, welche Waffenmods man bekommen hat, aber man muss auf die Waffe gehen, damit man diesen Mod anlegen kann. Ich müsste mal ganz kurz irgendwo ausprobieren. Gibt es hier irgendwo eine Flasche oder so, die hier rumsteht? Also ich meine jetzt keine menschliche Flasche, sondern tatsächlich eine Glasflasche, die man vielleicht. Ah, okay. Benji So. schreibt gerade, wo hast du das denn gekauft, lieber Benji? Also bzw. vorbestellt. Er meint, er hat das Hazmat-Gear dabei gehabt, Hazmat-Gear dabei gehabt. Also schwarze Weste mit orangem Outfit. Wahrscheinlich das gleiche, was du hast, McGrath. Ich schätze mal, ja. Okay. Ich schieße jetzt So, mal warte einfach mal, ich so muss das mal kurz mit den Mods durchlegen, weil das irgendwas. verstehe ich noch nicht. Mods und Waffenmods. Ein Mod wird angelegt, indem man ein Objekt im Modplatz auswählt und Viereck drückt. Das Ausrüsten von Waffen und Ausstattung mit Mods kann ihre Werte stark verbessern. Okay. Und wie lege ich die jetzt an diese automatische Waffe an? Ach, wahrscheinlich einfach. Die Mods kann ich wahrscheinlich noch nicht verwenden, sonst würden die mir da Ja, wahrscheinlich angezeigt werden. Vermute ich mal möglich, ganz ja. schwer. Denke ich mal, die haben auch häufig eine Levelanforderung oder sowas. Hast du auch eine Schrotflinte genommen? Sehr gut. Ich habe sie bloß gerade mal. Ich mag keine Schrotflinten, egal in welchem Spiel. Ich mag die nicht. Ich bin auch nicht so ein krasser Fan von Schrotflinten in vielen Spielen, weil es häufig ist der Nachteil bei den Dingern, dass du halt wirklich nah sein musst, um Schaden zu. Oh, hier ist ein. Ah, ich mein Leben ist voll, okay. Dass man wirklich sehr nah sein muss, um damit hohen Schaden zu verursachen und dann ist man meistens schon ziemlich tot. Ja, das stimmt. Aber. In der Beta habe ich doch durchaus mal ein, zwei Schrotflinten schon ausprobiert gehabt und das hat sich in dem Spiel hier doch ganz gut gemacht. Also ich finde, die sind ganz gut. In vielen Spielen ist es ja auch so, dass die Reichweite dann zu krass ist, dass die deswegen dann auch wieder ein bisschen overpowered sind, die Waffen. Ja. Aber ich glaube, das geht hier schon halbwegs. Also muss man gucken, die Reichweite war jetzt nicht so krass. Man muss halt ein bisschen aufpassen einfach, was man macht. So ein Spielstil und so. So, ich gehe mal wieder hier runter. So, gehen wir dann jetzt. Ach so, ist das jetzt noch die Mission oder ist es die nächste Mission? Das ist die ist schon fertig. Wir gehen jetzt zur nächsten Nebenmission. Ich So, glaube, dann danach machen wir können wir mal dann auch kurz die wieder in Markierung hier Hauptmission. rein. Nebeneinsatz, Brooklyn wiederherstellen, Morphinvorräte finden, stimmt's? Exakt, das habe ich jetzt auch aktiviert. Diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Ih, was laufen wir Vermutlich, denn um sie hier? zu Das ist so verkaufen. braun und. Wir haben Ja, Schwerpunktgebiete, ich will es gar die nicht wissen. Medikamente Ah, brauchen. ich gucke gar nicht rein. Ich Versuche, stelle mich einfach auf diese so ein zu Brett hier oder auf die verhindern. Wand. So. Okay. So, ich komme hinterher. Ich bin ein bisschen Ja, langsamer, ganz in aber ich Ruhe. bin gleich da. So, Ganz in bin hinter dir. Ruhe. Ja, also es gibt, wie gesagt, schreibt auch hier der Einzuschauer gerade nochmal, es gibt halt diverse, gab es halt auch, das stimmt, bei Ubisoft ist es ja immer richtig verrückt, je nach Anbieter gibt es da verschiedene Vorbestellerboni und so, die variieren dann auch relativ stark. Und es waren halt immer verschiedene Outfits einfach in bestimmten Varianten. Und ich finde da, also das haben wir hier Firefighter, also tatsächlich den Feuerwehrmann-Outfit, so ein Jäger-Outfit, was hat Paradamic, also wahrscheinlich so ein Mediziner-Outfit einfach, so verschiedene Geschichten finde ich eigentlich ganz cool, so dass du verschiedene Sachen hast. Es gab ja dann noch diese Version mit der Uhr. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel die kostet. Ich glaube 150 Euro. Ja, die Sweeper Agent Edition, genau. Exakt, genau. Ich habe gerade überlegt, wie die heißt. Vermisste Oh. Vorratskiste Gegner. geortet. Gegner? Gegner, ich sehe sie schon. Legen wir los. Ich habe eine Trophäe für was auch immer. Für einmal durch New York City laufen oder so. Warum habe ich nichts bekommen? Okay, ich aktiviere mein Schild und ich gehe schon mal rechts rum. Los Oh geht's. Mann, ich brauche eine andere Waffe. Moment. Ach so, ach ja, mach du schon mal. Ah, ich Genau, bin alles schon klar. los. Sorry, Ja, nächstes mach Mal du warte ich das. auf Ich habe dich. diese blöde Schrotflinte, aber jetzt muss ich damit klarkommen. Ich probiere die jetzt einfach mal aus. So, lebt da überhaupt noch einer? Hier. Na gut. Oh, nice, mein Gott. Die Sehr gut. Schrotflinte funktioniert doch. Sehr gut. Okay, und nächstes Mal werde ich dann doch auch So, willst du diesmal wieder das Ding hier aktivieren, oder? Nee, kannst du diesmal machen. Diesmal darfst du das machen. Ist aber nett. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Genau. Also ich glaube bei dieser Special Edition. Darauf folgen Bereich verteidigen. wir. Wir Oh, nähern uns jetzt geht's ihrer los. Position. Ich hock mich mal hier oben rein. Hey. Gute Idee. Ja, einer links, einer rechts und dann. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Okay, ich glaube, das ist Nee. doch nicht so clever. Nee, keine gute Idee. Lieber weg hier. So. Wo sind sie denn? Ach da! Ja, zwei Schüsse ist mit der Schrotflinte wirklich nicht schlecht. Jo. Oh shit, hier Mach kommen die richtig Tür viele bei zu, mir. habe ich gerade als Hilfe! Trophäe bekommen. Oh. Oh.
So, machen wir mal einen Frontalangriff hier. Einen auf Geronimo. Denk dran, dass du die Haftgranate auch noch hast. Ah, ja, danke für den Tipp, genau. Ja. Gut. Oh, hinter uns kommen noch welche. Kommen noch mehr? Nein! So, ich sammle mal ein bisschen Loot auf. Du hast das im Griff, ne? Oh, nee, doch nicht. Rubli jetzt nicht im Griff. Alles klar, ja. Ich kümmere mich drum. Ich habe alles im Griff. Gar kein Problem. Gut. So, diese Linien symbolisieren ja das Loot und jeder hat ja sein eigenes Loot, ne? Wo ist denn hin? Ja, exakt. Jeder hat seinen eigenen Loot. Zeit ist gleich rum. Mein Schild ist aber auch gleich down, glaube ich. Tatsächlich haben wir für die Handfeuerwaffe unglaublich unendlich viel Muni, glaube ich, ne? Ach so, okay, das ist natürlich praktisch. Ich glaube, irgendwie mehrere hundert Schuss für die anderen, also. Ach, hier schon mal, ein Freund, ein KI-Freund. Ja. Okay. Sehr gut, Bereich gesichert. Kann ich das Ding wegwerfen? Okay. Läuft. Das Looten hier. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Hast du ein neues Spielzeug? Nee, das war bloß so eine Schneeflocke, die ich da gesehen habe. Die sah einfach ganz hübsch aus, so in ihrer Form und Größe und. Eine besonders hochauflösende Schneeflocke, jawohl. Genau. Dann gucken wir mal ganz kurz rein, was wir bekommen haben. Ich habe hier ein neues Sturmgewehr bekommen. Das nehmen wir doch direkt mal, eine M4 in der Polizeiversion. Und das Ding können wir direkt auch mal mit einer Mod anpassen. So, also jetzt kann ich das mal ganz mal zeigen, wer es noch nicht kennt. ARCOG-Visier erhöht die optimale Reichweite. Packen wir den natürlich direkt drauf. Sieht auch gleich viel cooler aus. Und ich habe gleich ein größeres Magazin noch gehabt. Erweitertes Magazin, 10% Magazingröße, auch direkt mit dran. Oh yeah. Nicht schlecht. Ich habe hier nur ein bisschen ein paar Handschuhe, ein paar Masken und so einen Schnickschnack bekommen. Das übliche was Problem. Die Frau von Welt halt so braucht, ne? Genau. Sehr schön. Also ich habe auch eine Atemmaske jetzt gerade bekommen. Ui. Die sieht man aber irgendwie gar nicht. Warum sehe ich das nicht, wenn ich die anlege? Weil die wird, glaube ich, nur aktiviert, wenn du in einen kontaminierten Bereich eindringst. Ah, stimmt. Das hatten wir auch in der Beta schon mal kurz, ne? Die legt man bloß an, wenn man... Ah, stimmt, okay. Genau. Die Hühner hat auch verschiedene den Rüstungswert und so eine Geschichte. Das ist eigentlich ganz nice. Und ich glaube, wir hatten noch vorhin Level Up. Kann ich da nicht irgendwie ein neues Skillen wieder oder sowas? Ich gehe mal auf Charakter. Geht denn das mit dem Skillen nochmal, verdammt? Ich muss wahrscheinlich raus und da Fertigkeiten. So, das war doch auf R1, ne? Genau. Ich glaube, nee, ich habe keinen Fertigkeitenpunkt. Schade. Okay, dann gibt es den wahrscheinlich irgendwann später erst wieder. Das würde dann, glaube ich, auch links unten in der Ecke, glaube ich, auffloppen. Da siehst du dann immer die Fertigkeitspunkte. Das kann gut sein. Ich glaube, man kann die Fähigkeiten, die man hat... Oh yeah, ich kann jetzt auch mit dem ARCOG-Visier so richtig zoomen. Das ist sehr nice. Okay. Genau, jetzt haben wir diese drei Nebenmissionen gemacht und jetzt dürfen wir auch mit der Hauptmission, glaube ich, weitermachen. Genau, zurück zum Safe House. Wollen wir schnell reisen? Können wir auch machen. Mir ist es wurscht. Wir können auch ein bisschen spazieren gehen und mal gucken, was uns so erwartet auf den Straßen, also... Das können wir auch machen. Dann gehen wir mal hier rechts lang. Da links sind wir letztes Mal schon angelaufen. Ich hab doch gar nicht auf dich gezielt, Mäuschen. Töte doch überhaupt nichts. Fang ja, selber schon, wenn du in halt so einer Welt... Das ist dein Drei-Tage-Bart. Das ist einfach... Ja. Das ist rassistisch, glaube ich einfach. Was, ja, ich bin das Amerika. Kann auch sein. Ja. Sie hat einfach was gegen Asiaten. Und eine Asiate mit einer Waffe. Das ist dann besonders schlimm. Ja. Naja, wenn du Glück hast, stirbt sie am Pockenvirus. Abwarten. Ich Glück habe. Oh, da oben sind Gegner. Hier, guck mal. Rechts rum. Da sind, glaube ich, Gegner. Oh ja, die plündern. Eine Leiche. Oh ja, kann ich meine Waffe gleich mal ausprobieren? Okay, also ich bin bereit, wenn du es bist. Ich geh links. Bereit? Jo. Oh yeah. Gut gemacht. Das hat super funktioniert. Okay. Hat der Leiche auch nichts mehr genützt, aber... Ja. Achso, wir haben ja von bei Collector's Edition. Ich glaube, man hatte halt, man hat den Season Pass auf jeden Fall drin gehabt, das war ganz cool. Du hattest diese Uhr drin, die war auch ziemlich gut, ich habe die mal gesehen. Also ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, so eine billig Plastikuhr oder so einfach, aber es war tatsächlich eine echt hochwertige Metallherrenuhr. Also so aus Stahl oder so. Also sie sah auch echt gut aus. Mhm. Bisschen modern, falls man sowas nicht mag. Ja, natürlich aus Titan, klar. und irgendwie so ein Plastikarmband oder so, das war wirklich nichts Besonderes. Und dann hat, glaube ich, wirklich nochmal irgendwelche Pre-Order-Boni, nochmal irgendwie, ich glaube, drei oder ich glaube alle fünf Outfits oder so sogar, die es bei anderen sonst gegeben hätte, irgendwie sowas.
Also, Also sieht man mal, wie unterschiedlich man sowas sehen kann. Ich hatte mir die Sleeper Agent Version tatsächlich vorbestellt, weil ich dachte, ach, kannst du ein cooles Unboxing zu machen? Und da habe ich mir echt gedacht, was machst du mit der blöden Uhr? Was machst du mit diesem blöden, mit dieser blöden Armtasche? Was machst du mit dem Poster? ja, da unten, Also, da ich gedacht, unten. also der Season Pass ist das Einzige, was da drin wirklich zu was taugt, und das andere sind ein paar nette Sachen, die guckt man sich einmal an und dann nie wieder. Ja, das stimmt, wobei die Uhr halt wirklich schon funktionsfähig und so ist. Also ich würde jetzt auch nicht tragen, weil ich nicht so der Uhrentyp allgemein bin. Ich mag das irgendwie nicht so an Handgelenken eine Uhr zu haben. Aber ich fand die jetzt optisch schon cool. Also ich hätte die schon genommen, gratis. Und vielleicht auch Ja, mal getragen. gratis. Gratis. Oh. Ja. Ja, nee, also keine Ahnung, also ich stehe zum Beispiel total auf so einen Schnickschnack, auf so richtig geile, so Figuren, die man sich irgendwo ins Regal Oh stellen ja, kann. Ich ich also so auch. wie Ja, bei bin ich Batman dabei. Arkham Knight oder solche Geschichten. Das finde ich so einen richtig geilen Metall-Batman oder sowas. Sowas finde ich echt cool. Oh ja. Aber Was ich auch mal diese cool Tasche. fände. Nein, bitte. So, ja, stimmt schon, ist was dran. Also auch eine Uhr oder so, dann vielleicht ist man sich jetzt nicht so sicher. Gab ja dann teilweise auch irgendwie, manchmal gibt es ja auch irgendwelche anderen Taschen oder so oder Shirts oder so eine Geschichten. Aber Figuren finde ich halt auch irgendwie noch mit am coolsten eigentlich. Es ist auch immer cool, wenn man das Gefühl hat, dass diejenigen, dass sie sich Gedanken gemacht haben. Auch mit der Uhr finde ich an sich ganz witzig, weil die ja hier auch alle diese Uhr tragen, so weißt du. Dass halt Genau. irgendwie man schon das Gefühl hat, dass sie nicht einfach irgendwas machen, sondern dass es mit dem Spiel zu tun hat. Das stimmt natürlich, ja. Also gehen wir diesem Typen vorne erstmal, oder? Ja, quatsch mal an. Okay, JTF Officer. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor Sie mich Yes. angegriffen haben. Alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Es gehört? Ja, er ist so Was stolz wir auf uns. getan haben, genau, was wir getan haben, bedeutet ihm persönlich sehr viel. Ja. Ich glaube, wenn das einer zu mir sagen würde, dann würde ich ihm das nicht glauben. Ja, ist doch nett von ihm. So, mal hier ist so ein, hier sind so Plakate, so witzige Plakate an der Wand. Warte Ich ich weiß gar gleich. nicht, ob die irgendwie einen Bezug zu was Realem haben oder ob sich einfach nur ein Grafikdesigner ausgetobt hat. Aber hier, Mutini, das hört sich an wie diese, das, was die aus Star Wars sagen, diese, na, wie heißen sie, diese Mutini. Weißt du, was ich meine? Nee. Die den Sandcrawler fahren auf Tatooine. Ach Javas! so. Die Ja, Javas! klar, diese. Mutini! Sehr gut. Ein Genau. Glatzkopf mit. Was hat denn hinterm Kopf? Eine Waffe oder was ist das? Kennt man Glaube, der kaum. hat sogar zwei Waffen. Er sieht aber seltsam aus, kann aber gut sein. Ja, der ist halt cool. Capo, wer auch mal Capo ist. Vielleicht sind es auch Cutback. einfach, vielleicht sind es auch Entwickler von Ubisoft. Ich wollte ich auch gerade sagen, ich finde es immer witzig, weil häufig sind für solche, genau solche Fotos ja dann immer die Entwickler genommen worden oder so, die sich dann Ja. in solchen, durch solche Möglichkeiten im Spiel verewigen. Du musst auch nochmal, my dearest friend. Wahrscheinlich eine Band oder sowas. Ja, naja, vielleicht werden wir es herausfinden, vielleicht auch nicht. Wird New York City trotzdem nicht von der Pockeninvasion befreien? Ey, Alter, ist hier was Das los, stimmt ne? wohl. Ja, ist richtig voll. Das obwohl ja. Ich dachte mal, man hat da irgendwie in so 10 oder so bloß in seiner Sitzung, aber scheinen doch mehr zu sein. Ja. So, also wir gehen Na jetzt zur gut. nächsten Mission hier. Genau. Bin dabei. Ach so, Entschuldigung. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier Ah, erhalten. wir können sogar einen Verteidigung Schwierigkeitsgrad festlegen, sehe ich gerade. Es wird von Plünderern Wollen wir vielleicht angegriffen. mal auf schwer Sie stellen, haben weil sich bisher war es doch gesagt, Sie relativ wollen sich einfach. einen Kriegen wir Feind mehr aufbauen. Erfahrung und, Sie ah ne, müssen wir kriegen auf bloß jeden mehr Credits, Fall aber auch aus bessere dem Gebiet Ausrüstung. alle Geiseln befreien. Und wir müssen uns ein bisschen besser abstimmen, wann wir diese Zielpunkte anvisieren, weil dann kommt ja immer so eine kurze Audiosequenz, wo die irgendwas zur Mission sagen. Und ich Das glaube, wir stimmt, das machen tut das mir immer leid. zu einem komplett unterschiedlichen Zeitpunkt. Sorry. Ja. Aber okay, So, einfach für wo kann nächstes man Mal, das mit dem genau. Schwierigkeitsgrad einstellen? Du gehst nochmal auf die Karte, auf diese Mission, zu der Ja. wir jetzt gehen, mit dem Cursor, und dann kannst du drei gedrückt halten, um Schwierigkeit Ah. einzupassen. Genau, und da kannst du jetzt auf schwer stellen, wenn du magst. Du kannst mal probieren. Im schlimmsten Fall scheitern wir einfach, sterben und das Spiel ist vorbei und wir können es nie So. wieder spielen. Ach, mindestens empfohlene Stufe 3. Ja gut, okay. Schau mal, wir sind zwar Stufe 2, aber wir sind gut. Also ich bin 3, du bist 2? Ich Nee, dachte, du ich bist bin auf auch Stufe 3. 2. Ich bin auf Du Stufe bist 3, 3, schau mal verrückt. rechts oben. Ja, ich sehe schon, stimmt. Ah, schön. Okay, dann Stufe 3, dann rocken wir das auf schwer, würde ich sagen, oder? Na also dann. Auf der linken Arschbacke. Sehr gut. Oh, ne.
An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, freuen wir uns immer über ein Däumchen nach oben und über Kommentare unter den Videos. Möchtet ihr mal bei einem unserer Streams live dabei sein, dann schaut doch einfach mal vorbei unter twitch.tv/macralf und folgt dem Kanal. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ein Stream startet. Im Moment versuche ich einmal in der Woche einen festen Stream einzuplanen, mal solo, mal mit mehreren Leuten. Das kündige ich dementsprechend auch ein paar Tage vorher hier auf macralf Gaming auf YouTube an. Kann aber sein, wenn ich ganz viel Zeit und Lust habe, dass vielleicht noch ein zweiter Stream dazukommt, den ich dann aber wirklich nur relativ spontan mache, wenn ich eben die Zeit, ein bisschen Luft dazu habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, egal ob auf YouTube, Twitch oder Facebook, Twitter und Co., wenn ihr mit dabei seid, denn ihr da draußen seid die Community. Und ohne euch ist der Kanal hier tot. Also ich freue mich, dass ihr so aktiv dabei seid. Und würde mich umso mehr freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen und hören. An dieser Stelle Dankeschön. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.